Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers hier zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 12 und zwar für die Handelstage vom 19.03. bis 23.03. Wir wollen wieder oder ich will wieder auf die Märkte DAX, Dow, S&P, Euro, US-Dollar, britische Pfund, Gold und auf die Öle Brent und WTI hier wie gewohnt eingehen. Ich möchte mir das Big Picture anschauen. Das ist das, was ich für mich selbst auch am Wochenende immer mache. Also mir wirklich nochmal das große Bild anschauen. Wo könnten hier dann eben Kerntendenzen eintreten? Welche Widerstände und Unterstützungen sind hier in den Märkten wichtig und auf was ist in der kommenden Woche auch aus Wirtschaftszahlensicht eben zu beachten? Das alles werdet ihr hier in diesem Video dann erhaschen. Ganz wichtig, unter dem Video, in der Videobeschreibung werde ich dann wieder hinter die Märkte, das ist dann dort aufgelistet, die entsprechenden Uhrzeiten bzw. minütlichen Angaben setzen, wo ihr dann, wenn euch bestimmte Märkte nur interessieren und ihr nicht das ganze Video im Ganzen anschauen möchtet, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung auf die entsprechenden Uhrzeiten hinter den Märkten klicken und ihr kommt in dem Video direkt zu dem Markt. Also wenn ihr hier zum Beispiel nur die Öle, die wichtig für euch findet oder nur das Gold wichtig findet, dann klickt da einfach drauf und dann landet ihr entsprechend an den Stellen dann im Video. Ganz wichtig auch zu beachten, der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet darauf, dass ihr zum einen natürlich beim Traden, wir handeln ja hier mit CFDs und eben Hebelprodukten, dass ihr ganz wichtig Stop setzt, dass ihr eure Positionsgröße eures Kontos eben anpasst, dass ihr hier eben nicht überhebelt unterwegs seid, sondern entsprechend zu eurem Konto die richtige Positionsgröße wählt. Und ganz wichtig auch zu beachten, all das, was ich hier sage, was ich eventuell auch an Trading-Setups entwickle, das sind allein meine Gedanken, meine Ideen. Das kann natürlich eurem Handelsstil nicht ganz passen. Also ihr solltet hier wirklich das nicht als Handelsempfehlung sehen, sondern eben als reine Information. Vielleicht die ein oder andere Sache in euer Trading dann implementiert, aber wirklich euch selbst dann nochmals Gedanken macht, wenn ihr den einen oder anderen Trade dann entsprechend umsetzt. Also ganz wichtig, wenn ihr weitere Fragen habt, dann natürlich auch auf der Website von jftbrokers.com, wo ihr noch diverse Fragen zum Risikohinweis, zum Broker und zum Trading natürlich erhaschen könnt. Starten wir im Ganzen erstmal nicht mit dem DAX, sondern natürlich mit den Wirtschaftszahlen. Da schauen wir drauf, Montag passiert hier nicht viel. Am Dienstag kommt ja wichtig für den britischen Pfund der Verbraucherpreisindex aus England, da um 10.30 Uhr sehe ich hier, dann eben ganz wichtig auch zu beachten, am Mittwoch 19 Uhr, ganz wichtig, da sollte man sich für alle Märkte merken, da kommt die FED-Zinsentscheidung aus den USA, hier wird ja mit einer Leitzinserhöhung gerechnet, da schauen wir mal, das wird natürlich wahrscheinlich auch so umgesetzt, aber es ist ganz wichtig, dass eben dann um 19 Uhr hier definitiv mit Volatilität zu rechnen ist. Wie gesagt, das in allen Märkten und auch danach dann noch das Sitzungsprotokoll bzw. die FED-Rede von Powell, eben wo eben dann auch nochmal für die zukünftigen eventuellen Zinsentscheidungen nochmal richtungsweisend drauf eingegangen wird und das dann auch nochmals die Märkte so ein bisschen bewegen kann. Also ganz wichtig und eigentlich die wichtigste Uhrzeit, die man sich für die kommende Woche aus Wirtschaft Zahlensicht merken sollte, Mittwoch um 19 Uhr. Dann haben wir am Donnerstag nochmal um 13 Uhr eine ganze Menge, die dann auch für den britischen Pfund wichtig sind, Zahlen, die hier aus England kommen und dann auch Australien. Nochmal am Dienstag 2.30 Uhr, das ist mitten in der Nacht natürlich australischer Dollar, aber da sind wir wahrscheinlich erstmal sowieso nicht am Rechner. Am Donnerstag 2.30 Uhr dann auch nochmal Beschäftigungsveränderung oder Beschäftigungsänderung und Arbeitslosenquote. Also das dann auch nochmal wichtig. Und am Mittwoch um 21 Uhr Zinssatzentscheidung Neuseeland, also hier neuseeländischer Dollar natürlich dann auch wichtig, aber das sind ja die Märkte, wo ich dann eben nicht drauf eingehe, aber britischer Pfund, also hier Donnerstag 13 Uhr dann auch nochmal wichtig. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, 19 Uhr Mittwoch, also alles ab 19 Uhr, dann auch bis 20, 20 Uhr, 30, 21 Uhr, sollte man hier mit erhöhter Volatilität rechnen. Starten wir, wie gewohnt, mit dem DAX und da sind wir hier dann auch in der vereinfachten Darstellung, also hier habe ich nicht alle Widerstände und Unterstützungen drinnen, sondern um hier eben das große Bild einzufangen, etwas weniger und dazu nehme ich dann wieder, wie gewohnt, mein Zeichen, Werkzeug, Moment, muss ich nochmal hier pausieren. So, jetzt haut es hin. Also, ganz wichtig hier, wir sind nach wie vor in diesem wichtigen Bereich dieser Seitwärtszone zwischen 350 und 500. Wir sind da am Freitag ja dann auch wieder reingerutscht. Ich hatte dann auch gesagt, dass in diesem Bereich zwischen 350 und 500 wir in der Vergangenheit des Öfteren eben diese Seitwärtsbewegungen hier hatten. Test der unteren Grenze, Test der oberen Grenze, Test der unteren Grenze, Test der oberen Grenze, kurzer Ausflug nach oben, wieder rein in diesen Bereich, der Ausflug nach
unten wieder rein in diesen Bereich. Und jetzt sind wir wieder in diesem Bereich. Sprich, es bedeutet auch für die kommende Woche, dass in diesem Bereich erneut mit Vorsicht zu rechnen ist. Erstmal generell, zwischen 350 und 500 bin ich persönlich für mich nach wie vor etwas vorsichtiger unterwegs, wobei ich dann hier für die kommende Woche aus aktueller Sicht so leichte Long-Tendenzen im Markt sehe, was da bedeutet, dass man natürlich auch in dieser Seitwärtszone, wenn wir hier, und da sind wir ja auch mit dem Schlusskurs, in diesem unteren Bereich noch rangieren, das ist eben durchaus denkbar ist, wenn man den Markt hier im unteren Bereich erwischt, dass man dann zum einen in Richtung 500 handeln kann und zum anderen, und das wäre dann auch wirklich jetzt langsam mal für den Markt reif, dass wir es endgültig schaffen, dann eben hier nach oben auszubrechen. Und zwar in Richtung erstmal zwei Punkte. Und zwar ist das einmal der Bereich 12.600. Das sind hier diese Hochs von vor ein paar Wochen, wo der Markt dann zu diesem Abwärts-Move hier ansetzte. Also zum einen ist es wichtig, wenn wir jetzt nach oben ausbrechen, dass hier der Bereich 600 interessant ist und dann nochmal der Bereich um die Marke 650, 660 hier in der CFD-Indikation. Also alles über 600 ist dann erstmal wichtig, ob der Markt diesen Sprung nachhaltig schafft. Dafür wäre es dann auch mal wichtig, dass wir vielleicht auch mal einen Handelstag über 500 erstmal schließen, dann eben weiterhin die Long-Tendenz gegebenenfalls hier interessant wird. Und wenn wir diesen Bereich dann hier um die Marke 660, 670 dann eben wirklich nach oben durchschreiten, dann wird wirklich es immer klarer für die Aufwärtsseite. Und das Bild habe ich erstmal aktuell auf dem Schirm. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt sofort davon ausgehe, dass der Markt bis 12.900 durchschießt. Ja. Hier kommen natürlich diverse Widerstände, wo der Markt dann eben bremsen kann. Aber wie gesagt, das soll ja hier auch der Blick auf das große Bild sein. Und somit bin ich erstmal aus aktueller Sicht so leicht aufwärts tendierend hier von der Gesamteinschätzung des Marktes. Dafür wäre es sogar nicht mal schlimm. Und das hatten wir in der vergangenen Woche etwas anders. Ich hatte in der vergangenen Woche gesagt, wenn wir hier die Schwäche finden, wenn der Markt durch 350 nach unten durchbricht, dann haben wir durchaus Potenzial in Richtung 200 zu rutschen, in Richtung 150 zu rutschen, was wir dann auch in einen wunderbaren Trade hier umwandeln konnten und dann auch nochmal nach wie vor hier in diesem Bereich nochmal weitere kleine auf Daytrading sich kleinere Short-Trades machen konnten, die dann Geld brachten und dann rutschte der Markt dann irgendwann wieder an die 350 ran und ging dann wieder in diesen Seitwärtsbereich. Also in der vergangenen Woche war hier erstmal die Abwärtsseite noch interessant. Ich würde für die kommende Woche, und dafür ziehe ich hier mal so eine Linie, alles was so in dem Bereich über ungefähr 12.280 ist, auch alles darüber würde ich noch nach wie vor von der Long-Seite sehen. Also selbst wenn wir in der kommenden Woche dann nochmal einen leichten Rücksetzer hier von dem Schlusskurs vielleicht am Montag oder am Dienstag dann nach unten sehen, hier in dieses Unterstützungsniveau, dann ist es eben auch dort interessant, gegebenenfalls im Moment hier dann Long-Trades einzugehen. Erstmal mit dem Ziel, dass der Markt hier in den 400-450er Bereich steigen könnte, also Ziele in dieser Seitwärtszone, beziehungsweise wenn man eben diesen Einstieg dann interessant erwischt, dann kann man durchaus auch mal so eine Position über Nacht oder etwas länger stehen lassen, da vielleicht einen Swing-Trade draus machen, mit dem Gedanken, dass wir erstmal den 500er Bereich erreichen oder dann eben den 600er bzw. den 660er Bereich. Also das auch noch für die kommende Woche denkbar. Prinzipiell, wie ihr das seht, erstmal der Fokus auf der Aufwärtsseite. Sollten wir allerdings dann doch diesen 12.280er Bereich nach unten durchstoßen und hier wieder, dass hier wieder Schwäche in den Markt kommt. Und wir werden das auch gleich in dem Dow Jones und S&P uns nochmal anschauen, wo dort wichtige Marken für die Abwärtsseite sind. Man sollte natürlich dann auch den DAX immer im Kontext S&P und Dow Jones sehen, weil diese Märkte natürlich irgendwo auch miteinander laufen. Man hat die Unterschiede. Klar, mal ist der eine Markt ein bisschen stärker, mal der andere, mal move der eine Markt nach unten, der andere bleibt noch auf der Stelle stehen, aber im Gesamtkontext ist es natürlich wichtig, gerade am Nachmittag dann auch für den DAX sich die US-Märkte anzuschauen. Deswegen hier, wer sich die DAX-Analyse anschaut, sollte sich auf jeden Fall auch Dow Jones und S&P anschauen. Genauso umgedreht sollten diejenigen, die sich nur die US-Märkte anschauen, dann auch nochmal immer den DAX so ein bisschen angucken. Weil wenn der an sehr, sehr wichtigen Marken ist, dann ist es auch oft so, dass dann eben Dow Jones und S&P gegebenenfalls hängen bleiben an bestimmten Märkten. Also man sollte hier die Indizes immer im Kontext sehen. Also wenn wir hier 12.280 nach unten durchstoßen, dann wird hier die Abwärtsseite erstmal wieder interessant. Ich wäre
Mit dem ersten Bruch dieser Marke noch ein bisschen vorsichtig. Klar, die Abwärtsseite wird interessant. Man kann auch definitiv hier dann auch schon an die Abwärtsseite mal denken vom Handeln. Als nächstes wieder in den 150, 130er Bereich nach unten würde hier vielleicht aber gerade in dem ersten Test, wenn man hier etwas aggressiver auf der Abwärtsseite unterwegs sein möchte, also von den Trades hier, dann vielleicht mit der halben Positionsgröße. Also so, dass man sein Risiko erstmal noch etwas kleiner hält, etwas vorsichtiger hält, dann vielleicht eben wirklich auch hier einen Tagesschlusskurs unter diesem Bereich findet, dann eben hier vielleicht auch nochmal eine kleine Erholung, aber dann ist es natürlich denkbar, dass wir auch hier den 12.000er Bereich nach unten wieder erreichen können. Ja, aktuell sehe ich das noch nicht ganz so, also ich bin hier schon davon erstmal überzeugt, dass der Markt eben Stärke findet, aber wenn er uns eines Besseren belehrt, dann müssen wir natürlich auch hier dann wieder umswitchen und das, wie gewohnt, werden wir dann natürlich täglich im DAX Long oder Short am Vormittag hier auf dem YouTube-Kanal, in dem Livestream auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers besprechen und dann natürlich auch am Nachmittag primär für die US-Märkte dann natürlich auch in der US-Opening Bell dann immer drauf schauen, wo befinden wir uns hier in diesem großen Bild und was könnte der Markt jetzt als nächsten Schritt dann eben vollziehen. Aber das ist hier der Blick auf das Big Picture des DAXes und dann gehen wir natürlich als nächstes dann zum Dow Jones und gucken uns den Dow Jones an. Wir hatten in der vergangenen Woche gesagt, okay, es ist durchaus denkbar, da am Freitag hier wirklich enorme Stärke im Dow Jones drin war, dass wir auch die Aufwärtsseite erstmal wieder etwas klarer auf dem Schirm haben. Ich hatte hier aber auch wirklich deutlich darauf hingewiesen. Schaut euch auf jeden Fall die Analyse des S&P zusätzlich noch an. Denn wir hatten hier, und das muss ich jetzt einfach hier auch nochmal zeigen für den S&P, weil das ist eben doch wichtig, dass man das dann eben im Kontext sieht. Ich hatte hier darauf hingewiesen, dass der S&P bereits dieses Hoch hier erreicht hat und es durchaus denkbar ist, dass dieses Erreichen mit diesem starken, mit der doch relativ starken Bewegung, dass das Erreichen dieses Hochs dazu führen kann, dass wir hier erstmal wieder leicht zurücklaufen können, dass eben hier die Stärke nicht direkt weiter da ist und der Markt weiter in einer Linie nach oben zieht, weil hier auch in diesem Bereich aus der Vergangenheit diverse Widerstände und das sind nicht nur banale Widerstände, sondern das sind schon sehr, sehr wichtige Widerstände, die hier für den S&P kamen, was dann auch dazu geführt hat, dass der S&P dann zwar erst nochmal kurz nach oben kam, dann aber doch über die Woche etwas Schwäche zeigte und das dann eben auch für den Dow Jones galt und wir dann hier relativ zügig im Dow Jones auch in Richtung der Abwärtsseite gehandelt haben und das eben auch in den täglichen Marktbesprechungen dann immer auf dem Schirm hatten und ihr seht das hier noch, die teilweise Striche in diesem Markt, wo ich dann gesagt habe, okay, an dem Punkt könnte man eben verkaufen, an dem Punkt könnte man eventuell kaufen und so weiter. Also das war natürlich dann eben wichtig, da auch immer so ein bisschen auf den S&P zu schauen. Für den Freitag hatte ich dann auch erwähnt, für mich persönlich war generell der Freitag ein Tag, wo ich sehr wenig gehandelt habe, kein Indice-Trade gemacht habe, nur im Gold dann eine Position, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, eingegangen bin und hier der Dow Jones von meiner Seite am Freitag seitwärts tendierend gewertet wurde. Somit hatte ich hier dann eben auch darauf hingewiesen, dass eben wenn dann nur im oberen Bereich hier eventuell ein Short-Trade nach unten gehandelt werden kann, beziehungsweise ein Long-Trade in dem unteren Bereich nach oben gehandelt werden kann. Nicht mal das ist passiert, wirklich sehr, sehr gering volatil der Dow Jones am Freitag gewesen. Somit für die kommende Woche hier interessant, wie sich der Markt mit diesem Unterstützungsniveau hier verhält. Und das bedeutet auch für den DAX, wenn wir dort leicht nochmal nach unten kommen, was hier im Moment, da zeichne ich auch nochmal ein, was jetzt natürlich für den Dow Jones auch kein Beinbruch wäre, wenn wir hier nochmals eine leichte Tendenz auf der Abwärtsseite sehen. Er sollte nur nicht nennenswert unter die Wochentiefs der vergangenen Woche rutschen. Das ist eigentlich der wichtigste Bereich. Also selbst wenn wir hier nochmal leicht nach unten laufen, vielleicht am Montag, dann ist es trotzdem weiterhin denkbar, dass wir hier erneut Stärke sehen. Und dann wird es natürlich wichtig, und das hatte ich am Freitag dann auch gezeigt, das Hoch vom Donnerstag ist für die Aufwärtsseite eigentlich der wichtigste Bereich für die kommende Woche. Sollten wir das erreichen und dann hier auch rüberlaufen, dann wird es wirklich darüber etwas klarer dann wieder für die Long-Seite, dann eben den Lauf in Richtung 25.300, vielleicht nochmal der Test dieses Bereichs, um dann hier gegebenenfalls an die Vorwochenhochs bzw. an die vorletzten Wochenhochs und an den Eröffnungskursbereich der vergangenen Woche im Prinzip ranzulaufen, um dann hier gegebenenfalls weiter Stärke zu sehen.
sehen. Das wäre jetzt hier erstmal der Blick oder der wichtigste Bereich für den Dow Jones. Ich zeichne hier unten nochmal dieses Unterstützungsniveau, also diese Vorwochen-Tiefs hier ein. Also alles darüber wäre auch für mich persönlich, und das würde für den DAX bedeuten, dass wir über dieser 280 dort Pi mal Daumen bleiben würden, ja, dass wir hier dann eben auch im Dow Jones dann erstmal die Aufwärtsseite auf dem Schirm haben. Und wie gesagt, Käufe selbst nach leichten Rücksetzern hier denkbar sind, beziehungsweise wenn wir natürlich auch Gleichstärke finden, dann entsprechend hier die Aufwärtsseite interessant wird in Richtung der nächsten Widerstände. Dann muss man wieder schauen, wie verhält der Markt sich an den Widerständen, wie lief der Markt dorthin, um dann hier gegebenenfalls auf der Aufwärtsseite weiterhin Einstiege zu finden. Und sollten wir dann doch wieder Schwäche finden, dann würden wir eben auch relativ zügig vielleicht wieder zur Abwärtsseite wechseln. Aber das wäre erstmal das Bild hier für die Aufwärtsseite. Und wenn wir dann hier unter die Vorwochen-Tiefs rutschen, dann wird natürlich auch aus charttechnischer Sicht hier das bestätigt, dass wir eine Frequenz fallender Tiefs und fallender Hochs haben und dann hier natürlich dann auch die Abwärtsseite wieder interessant wird. Ich würde das wie im DAX dann auch nicht sofort aggressiv handeln, also sofort der Bruch dieser Tiefs der Vorwoche, dass man hier mit aggressiv sofort reinspringt und sagt, Mensch, der Kleber hat euch gesagt, wenn wir da drunter gehen, dann ist eben die Abwärtsseite interessant. Nein, ich persönlich würde hier eben erstmal ein bisschen vorsichtiger sein, vielleicht dann nochmal diesen Test dieses Ausbruchsbereichs, um dann eben entsprechend anzufangen, hier vielleicht auch etwas aggressiver dann die Abwärtsseite zu handeln. Weil wie gesagt, für mich persönlich, ich habe das irgendwie so für mich hingelegt, dass die Indizes auch in der kommenden Woche eventuell nochmal so ein bisschen stärker oder wieder ein bisschen stärker zeigen könnten. Somit bin ich dann, selbst wenn der Markt mich eines anderen belehrt, dann bin ich hier trotzdem erstmal etwas konservativer auf der Abwärtsseite und dann muss er mir auch wirklich zeigen, dass der Markt fallen möchte, um dann hier eben entsprechend auf der Abwärtsseite zu handeln. Ja? Schauen wir auf den S&P und da sieht das Bild aktuell natürlich dann ähnlich aus. Wobei wir hier wirklich, wenn man übergeordnet sich das Ganze anschaut, wirklich noch eine sehr, sehr saubere Frequenz. Moment, dafür nehme ich mal einen dicken Pfeil. Wenn wir uns das letzte Bild anschauen, haben wir hier wirklich eine sehr, sehr saubere Bewegung, wobei hier einmal im Prinzip dieses letzte Tief nach unten gebrochen wurde, aber jetzt hier wirklich wieder sauber nach oben laufen. Dieses Hoch hier dann erneut gebrochen wurde, also war das hier unten nur so ein Fake-Ausbruch sozusagen. Und dann hier eben diese Abwärtsbewegung der vergangenen Woche im Verhältnis zu dieser letzten Aufwärtsbewegung wirklich nur eine normale Korrektur ist. Und hier rein charttechnisch es eben ebenfalls denkbar ist, dass wir jetzt aus diesem Niveau dann hier zu erneuten Hochs ansetzen. Aber wir kommen hier aus dem Anfang des Jahres, ist das, oder Ende Januar, Anfang Februar, da kommen wir natürlich hier in Bereiche, wo wir dann eben ein markantes Hoch haben und hier eben so eine Schiebezone. Sprich, hier in diesem Bereich, da wird der Markt gegebenenfalls es etwas schwieriger haben durchzulaufen. Also erstmal hier als Ziel das Vorwocheneröffnungskurs, der könnte relativ zügig erreicht werden und dann eben werden wir mit den Pfeilen mal etwas dünner, dass hier dann eben der Markt trotzdem natürlich die Aufwärtstendenz hat, aber es wirklich hier dann wichtiger wird, sich entsprechend die nächsten Widerstände immer wieder anzuschauen, weil der Markt hier durchaus etwas langsamer nach oben laufen kann, bedingt dessen, dass hier doch diverse Widerstände erstmal kommen und dann natürlich auch es weiterhin natürlich denkbar ist, dass wir weiter steigen, aber wenn wir uns die vergangene Handelswoche anschauen, hier von der Bewegung und dann eben diese grünen Pfeile, dann ist der Bereich hier oben erstmal nicht wirklich als realistisch für die kommende Woche anzusehen, sondern man kann ja schon glücklich sein, wenn man eben hier oder wenn der Markt es schafft, erstmal an den Eröffnungskurs der Vorwoche ranzulaufen und dann eben vielleicht hier so ein bisschen Stärke in Richtung 2820, 2825 findet. Da hat man ja wirklich genug Puffer, hier die Aufwärtsseite zu handeln und dann wird es für die Abwärtsseite dann interessant, wenn wir wirklich dieses Vorwochentief, das ist ähnlich jetzt wie im Dow Jones, wenn wir dieses Vorwochentief nach unten durchstoßen sollten, dann kann es natürlich auch relativ zügig in Richtung dieses Unterstützungsniveaus, was hier im Bereich knapp unter der 2700er Marke ist, dass doch der Markt dann eben entsprechend Schwäche findet und hier dann eben auch in diesem Bereich relativ zügig wieder fallen kann. Somit auch hier wie im DAX, wie im Dow Jones, erstmal die Aufwärtsseite auf dem Schirm. Ja, sollte allerdings auch generell einer der Märkte, ja, vielleicht würde ich hier dann eben noch so ein bisschen, wenn ich S&P handle, Dow Jones handle, natürlich so ein bisschen auch erstmal auf die US-Märkte schauen. Gerade am Nachmittag ist jetzt natürlich der DAX interessant, aber der DAX bewegt nicht den Dow Jones und S&P, sondern S&P und Dow Jones bewegen den DAX. Also wenn der DAX dann eben Schwäche zeigt, heißt das nicht automatisch, dass hier sofort die US-Märkte auch Schwäche zeigen müssen. Aber prinzipiell, wenn der Markt mir zeigt, okay, wir kommen
kommen hier nachhaltig unter diesen Bereich, dann bin ich natürlich, auch wenn ich jetzt die Aufwärtsseite auf dem Schirm habe, switche ich dann relativ zügig um und gucke erstmal, ob man hier interessante Einstiege auf der Abwärtsseite findet in Richtung 2700 beziehungsweise dann auch leicht runter, weil dieser graue eingezeichnete Bereich dann auch in der Vergangenheit diverse Male Unterstützung gezeigt hat und es hier durchaus dann denkbar ist, dass wir nochmals in diesen Bereich laufen können. Selbst wenn vielleicht hier am Anfang der Woche, das gilt natürlich auch für die anderen Märkte, erstmal der Markt hier in diesem Bereich irgendwie verharrt und man vielleicht sogar ein, zwei Tage auf der Abwärtsseite erstmal sein Glück versucht, sollten wir dann aus diesem Bereich natürlich wieder zurücklaufen, dann wird natürlich relativ zügig auch die Aufwärtsseite wieder interessant. Das ist klar. Ja, und da hat man in den US-Märkten eben nicht diese ewige Seitwärtszone, wie wir sie im DAX hatten, ja, wo wir dann zwischen 350 und 500 erstmal so ein bisschen mit Vorsicht agieren sollten. Ja. Somit haben wir hier in den US-Märkten dann schon ein etwas klareres Bild für die Aufwärtsseite. Somit bin ich dann natürlich auch, wenn wir kurzzeitig mal hier unter gelaufen sind und vielleicht trotzdem auf der Abwärtsseite erstmal Geld verdienen konnten, eben trotzdem ab diesem Bereich ungefähr 2740 knapp darunter, wird dann auch hier im S&P die Aufwärtsseite interessant. Das zu den Indizes, kommen wir zum Euro. Und der Euro, der hat uns in den letzten Wochen wirklich ja nicht wirklich einen Gefallen getan vom Trend her. Und das hatte ich aber auch immer wieder gesagt und wirklich auch als wichtig hier immer wieder eingezeichnet und euch auch gezeigt. Wir wollen da nochmal kurz drauf eingehen, weil es ist einfach für die kommende Woche weiterhin interessant. Ich nehme wieder den dicken Pfeil und wir zeichnen hier mal den Bereich ein, der da in der Vergangenheit wirklich wichtig war. Wir sind nachgestiegen, wir sind prinzipiell gut runtergekommen, nochmal getestet, gefallen, wieder hier hoch gestiegen, wieder in den Bereich gefallen, sind mal ein leichtes Stück tiefer, sind wieder gestiegen und sind jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Was ist das Ganze? Das ist eine sehr volatile Seitwärtsphase. In solch Phasen heißt es ja nicht, dass wir nicht Trends erwischen können, dass wir nicht auch auf kleineren Zeitebenen Trends eben sehen können. Das gucken wir uns natürlich auch gleich an, welche Bereiche hier wichtig sind. Aber ganz wichtig, ein ganz wichtiger Faktor, den man beachten sollte in solch Bereichen, ist, dass es zu schnelleren Trendwechseln kommen kann auf untergeordneten Zeitebenen. Und das sehen wir auch immer wieder. Dann hat man mal zwei, drei Tage auf der Long-Seite, auf einmal wird die Abwärtsseite relativ scharf wieder interessant. Aufwärtsseite zwei, drei Tage, auf einmal wird die Abwärtsseite wieder zwei, drei Tage interessant. Das hatten wir in der Vergangenheit sehr, sehr oft und man muss hier auch sehr, sehr schnell umswitchen können, dass man eben sagt, okay, jetzt aktuell zeigt das Bild aufwärts, wenn ich dann ein positives Feedback für Trades auch auf der Aufwärtsseite bekomme, ist ja alles gut. Sollte ich allerdings ein negatives Feedback bekommen, also der ein oder andere Kauf eben nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, dann sollte man eben zum einen vorsichtiger werden. Für mich bedeutet so eine Zone, so ein Bereich hier immer, dass ich wirklich generell dann teilweise wirklich nur mit der halben Positionsgröße unterwegs bin, nicht aggressiv handle und das habe ich dann auch in den entsprechenden Livestreams immer gezeigt. Wir haben sehr schöne Setups entwickelt. Ich hatte wirklich schöne Bereiche hier eingezeichnet, wo man den Markt interessant auf der einen und auf der anderen Seite erwischen konnte. Es war zum einen die Aufwärtsseite, dann hatte ich hier nochmal einen Aufwärtstrade, der für mich persönlich Break-Even ausgegangen ist. Für mich ein negatives Feedback, weil der Markt hätte hier eigentlich in diesem Unterstützungsbereich dann weiter nach oben ziehen sollen. Das habe ich sogar dann noch ein zweites Mal versucht und dann eben relativ zügig umgeswitcht und auch dann live gezeigt und gesagt, passt auf, wenn der Markt durch entsprechende Unterstützungen durchrutscht, dann kann man relativ zügig die Abwärtsseite handeln. Dann jeweils die Rückläufer nochmals handeln. Also wir haben dann hier relativ zügig die Abwärtsseite ausnutzen können und wir sehen, dass der Markt dann wunderbar in das nächste Unterstützungsniveau 1,2250 gerutscht ist. Hier dann wieder diesen alten Ausbruch getestet hat mit dem Schlusskurs und wir jetzt hier tendenziell ganz leicht, wir haben den Eröffnungskurs der Woche hier und den Schlusskurs hier, im Endeffekt hat die Woche eben wirklich nur ein ganz, ganz leichtes Minus produziert für die Marktperformance sozusagen. Also, wir sind weiterhin, deswegen auch etwas ausladender jetzt hier nochmal die Sätze zu der Vergangenheit, wir sind weiterhin hier in einer Seitwärtszone. In den letzten Tagen leichte Abwärtstendenz. Somit kann man hier im Euro-US-Dollar oder meine persönliche Meinung, dafür zeichne ich nochmal diesen Seitwärtszonenbereich hier ein bisschen ein. Moment, andere Stärke nehmen. Also, dass wir weiterhin in diesem Bereich hier, ja, das ist so die 1,2250 knapp darüber und der Bereich hier oben, das ist so die 1,2350 Pi mal Daumen, dass weiterhin Kurse in diesem Bereich, das ist so ähnlich wie im DAX, das ist auch so eine Seitwärtszone, wo wir dann eben schon diverse Male eben hoch, runter, hoch, runter,
runter, dann sind wir mal nach oben ausgebrochen, wieder in den Bereich rein, hoch, runter, das ging ja teilweise runter ein bisschen schneller, hoch, Bruch nach oben, dann wieder in diesem Bereich drin, ja, dann jetzt kurzzeitig den Bruch nach unten und jetzt sind wir mit dem Schlusskurs eigentlich wieder in diesem Bereich drin, ja. Also prinzipiell würde ich erstmal jetzt für die vor allen Dingen ersten Handelstage hier schon schauen, wenn dass der Markt eventuell wieder in diesem Bereich weiter pendelt. Ja, würde hier aber schon mal erstmal leicht, ganz vorsichtig und leicht weiterhin erstmal die Abwärtsseite auf dem Schirm haben. Also wenn wir hier zum Beispiel eine leichte Erholung in diesem Bereich 1,2320 bekommen, ja, also hier leicht hochlaufen, dass es dann zum Beispiel denkbar ist, eben hier erneut die Abwärtsseite einzugehen, weil ich hatte mit der Abwärtsseite erstmal in den letzten Tagen der letzten Handelswoche ein positives Feedback. Das hat ganz gut funktioniert. Somit würde ich das auch vorsichtig unter 1,2320 in der kommenden Woche versuchen, mit dem Gedanken, dass wir zum einen nochmal die Vorwochentiefs hier vom Freitag dann eben erreichen, aber es auch durchaus denkbar ist, dass wir in diese unteren Bereich dieser großen Seitwärtszone definitiv realistisch nochmal laufen können. Ja? Grob gesagt 1,22. Und wenn wir diesen Bereich erwischen, und dazu müssen wir gleich nochmal auf den Tageschart gehen, da ist nämlich wunderbares Potenzial weiterhin auf der Abwärtsseite. Also wenn wir denn endlich mal dieses ewige Hin und Her nach unten verlassen sollten, ja, das können wir uns auf dem Tageschart nochmal anschauen, dafür gehen wir mal auf den Tageschart. Schaut mal, dieses ist die ganze Zone, die wir uns die ganze Zeit jetzt anschauen. Ja? Und sollten wir jetzt hier, Moment, nehmen wir nochmal die Pfeile. Sollten wir jetzt hier wirklich diese Schwäche, die ich gerade jetzt erstmal noch vorsichtig annehme, bekommen, dass wir in den Bereich kommen, dann ist natürlich hier erstmal wieder mit Unterstützung zu rechnen. Aber auch, wenn wir dann wirklich Schwäche weiterhin im Markt haben, dann kann es relativ zügig gehen, ja, dass wir in den Bereich 1,2050 rutschen, weil einfach hier diese letzte Aufwärtsbewegung durch diesen Bereich sehr, sehr sauber vonstatten gegangen ist. Hier kommt nicht wirklich nennenswert Unterstützung in diesem Bereich. Und wenn wir dann endlich mal hier nach unten rausbrechen, wie gesagt, dann kann es relativ zügig in den 1,2050er Bereich gehen. Nicht vergessen, ich hatte es anfänglich ja gesagt, wir haben am Mittwoch die FED-Zinsentscheidung. FED-Zinsentscheidung um 19 Uhr, wo ja der Leitzins im Prinzip angehoben werden soll, so wie geplant. Das bedeutet für den Euro-US-Dollar, dass wir eben höchstwahrscheinlich auf jeden Fall Volatilität bekommen. Ich will gar nicht darauf eingehen, ob der Markt sich mit der FED-Zinsentscheidung nach oben bewegt oder nach unten bewegt. Das kann man auch vorab sehr, sehr schwierig sagen. Aber es ist durchaus denkbar, dass wir Volatilität bekommen und diese Volatilität dann auch am Donnerstag und Freitag gegebenenfalls fortgesetzt werden könnte, was natürlich durchaus realistisch dazu führen kann, dass wir hier diesen Bereich erreichen können. Ja, also von daher erstmal die Abwärtsseite gar nicht so uninteressant. Erstmal rein charttechnisch für den Euro-US-Dollar. Allerdings sollten wir dann hier, wie gesagt, zum einen, dass diese Idee, die ich gerade genannt habe, dass wir hier vielleicht abprallen nach unten und dann durchlaufen, vielleicht auch sofort weiter die Schwäche sehen, das werden wir gucken oder werden wir sehen. Aber sollten wir dann zum einen der ein oder andere Trade-Versuch, den man jetzt erstmal auf der Abwärtsseite dann vollzieht, sollte das nicht so funktionieren, also wieder negatives Feedback vom Markt, dann sofort wieder vorsichtig werden, den Markt erstmal wieder gegebenenfalls von der Seitenlinie aus betrachten, vielleicht einen Tag Trading-Pause machen, weil dann ist man wieder in diesem Seitwärtszonenbereich drin, dann will der Markt noch nicht nach unten und das kann natürlich dann durchaus sein, aber da wird es wirklich für mich persönlich erst interessant, wenn wir hier über diesen oberen Bereich dieser Seitwärtszone, den ich eben schon eingezeichnet habe. Wenn wir hier drüber laufen, über diesen Bereich, dann wird für mich die Aufwärtsseite erst wieder interessant. Also wenn wir hier über 23,50 laufen und wirklich dann auch hier eben Stärke sehen, dann wird es natürlich interessant auf der Aufwärtsseite. Zum einen hier in dieses Vorwochen, in diesen Vorwochenhochbereich, weil da haben wir definitiv weiterhin nach wie vor Widerstand und dann auch vielleicht den leichten Sprung über das Vorwochenhoch in den Bereich 1,2425. Ja, das wäre erstmal konservativ gesehen das Ziel für die Aufwärtsseite, aber erst über 1,2350. Alles darunter vorsichtig Short oder Seitenlinie. Ja, das wäre so die Herangehensweise, die ich grob für die kommende Woche im Euro-US-Dollar habe. Ich sehe erstmal nicht, wobei natürlich, wie gesagt, das genauso passieren kann am Mittwoch dann für Zinsentscheidung, dass eben der Euro zum US-Dollar dann eben eventuell doch
viel, viel stärker ist, der Euro-US-Dollar somit schwächer wird und hier auf einmal die Stärke auf der Aufwärtsseite einsetzt. Aber das muss man sich dann eben auch situativ nochmal an den Tagen entsprechend anschauen, ob ich es oder ob es generell möglich ist, dass wir hier sauber weiter nach oben laufen. Das sehe ich jetzt erstmal aus aktueller Sicht noch nicht so. Und wie gesagt, das muss man sich dann situativ anschauen. Und da ist es jetzt auch schwierig, hier irgendwo Eventualitäten einzuzeichnen. Kommen wir zum britischen Pfund. Da ist es etwas, in Anführungsstrichen, einfacher, sich diesen Markt zurechtzulegen. Und das hatte ich auch, die Analyse wird jetzt ähnlich sein wie die Analyse der Vorwoche, weil wir haben eigentlich zwei wichtige Bereiche. Und die hatte ich auch in der vergangenen Woche als solche markiert und eingezeichnet. Wir haben zum einen den Bereich 1,39, das ist das hier. Und wir haben zum zweiten den Bereich erstmal knapp unter 1,40, das ist dieser graue Bereich, den ich dann hier, habe ich dann die grau hier als Farbe? Nee, ach, nehmen wir mal lila und ein bisschen stärker, so, zack, und versuche mal diesen grauen Bereich hier weiter zu führen. Das ist dann auch diese rote Linie, die ich dann im Laufe der Woche hier schon mal eingezeichnet hatte. Also dieser Bereich knapp unter 1,40 ist erstmal sehr, sehr wichtig, aber nach oben dann auch weitergehend nochmal der 1,40er Bereich, der hier wichtig wird. Und ich hatte auch in der vergangenen Woche schon gesagt, das ist erstmal unterhalb von 1,39 und das ist auch für die kommende Woche definitiv so. Wenn wir erneut hier aus diesem Bereich, was aktuell diese lilane Linie und diese orangene Pfeil hier unten, also wenn wir wieder unter den 1,39er Bereich rutschen sollten, dann wird hier die Abwärtsseite interessant. Und da ebenso, dass eben ähnlich wie im Euro-US-Dollar es wirklich idealerweise etwas zügiger gehen könnte und sollte, idealerweise auch, weil wir haben hier auch im britischen Pfund ein Unterstützungsniveau, was nicht zu verachten ist, im Bereich knapp über 1,38 bzw. über der Marke 1,38. Das ist nicht unwichtig. Ja? Hier kann natürlich auch nochmal Reaktion stattfinden und das schauen wir uns gleich auch nochmal auf den Tageschart an. Hier ist es dann gegebenenfalls ebenso denkbar, dass der Bereich 1,36 zügig angelaufen werden könnte. Ja? Auch hier, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass eben auch aus England die Zinsentscheidung ansteht am Donnerstag, dass auch Verbraucherpreisindex am Dienstag aus England kommt. Also hier für den britischen Pfund auch kann man eigentlich unterschreiben, mit Bewegung zu rechnen ist, somit hier auch Volatilität eben einkalkuliert werden sollte. Und in der vergangenen Woche, wenn wir uns das hier anschauen, das war der Start der vergangenen Woche, wir waren erstmal kurz nochmal an dem 39er Bereich dran, hier die Abwärtstendenz kurzzeitig nur gegeben, dann kam hier der Sprung, ich glaube, das waren sogar mit Zahlen vergangene Woche, Verbraucherpreisindex oder so, weiß ich jetzt gar nicht genau, mehr. Also da kam der Sprung nach oben relativ zügig hier in dieses Widerstandsniveau und dann der Rest der Woche hielt sich hauptsächlich hier zwischen 1,39 knapp darüber und 1,39,80 Pi mal Daumen ist das hier. Also dann hielten wir uns hier hauptsächlich auf. Also sehr, sehr unvolatil, seitwärts tendierend. Ich denke, dass das in der kommenden Woche nicht so sein wird, sondern wie gesagt, die Abwärtsseite ist hier klar. Also unter 1,39 schauen wir erstmal primär nach Abwärtstendenzen, dass wir eben schöne Abwärtsszenarien entwickeln können. Sollten wir allerdings über 1,40 gehen, und hier ist es schon wichtig, auch wirklich über 1,40, nicht über der lilanen Linie, weil da waren wir in der vergangenen Woche auch ganz mal kurz drüber. Ja, weil hier ist eben schon nochmals Widerstand. 40 ist eben Widerstand. Wenn wir hier rüber kommen, dann ist es natürlich eben relativ schnell möglich. 1,41, das ist so der nächste markante Widerstand. Das wäre dann auch knapp über dem Hoch hier von vor einer oder zwei Wochen. Und dann ist hier auf jeden Fall auch noch 1,41,50 denkbar auf der Aufwärtsseite. Wenn wir das zügig schaffen sollten, wenn wir hier vielleicht am Mittwoch schon im 1,41,40er, 1,41,50er Bereich sind, dann ist natürlich weiterhin sogar noch mit enormer weiterer Stärke auf der Aufwärtsseite zu rechnen. Aber wie gesagt, auch das ist erstmal wirklich weite Zukunftsmusik. Dieses Szenario würde ich erstmal noch nicht auf dem Schirm haben, weil hier kommt noch so einiges, was der Markt dann schaffen müsste auf der Aufwärtsseite. Nichtsdestotrotz muss man natürlich drüber nachdenken und die Bereiche sind halt eben wichtig und es ist dann eben auch auf jeden Fall über 1,40 dann eben primär Longseite, unter 1,39 die Abwärtsseite und dazwischen. Ja, Vorsicht, einfach ganz klar, weil es kann hier sein, wie in der vergangenen Woche, es war ja hier wirklich nur am Anfang der Woche, wo wir nach oben gegangen sind und der Rest der Woche lief der Markt hier
pendelnd seitwärts, sehr unvolatil in einem kleinen Bereich. Und sollten wir da drin uns aufhalten, dann bin ich hier erstmal vorsichtig. Hier würde ich nicht, wie im DAX zum Beispiel, wo wir diese Seitwärtszone haben, dass man dann versucht, in diesem Bereich zu handeln. Das würde ich im britischen Pfund nicht machen. Dann lieber abwarten, weil, wie gesagt, die Bewegung kommt eigentlich. Das kann man eigentlich unterschreiben. Dann eben entsprechend abwarten. Wie gesagt, auf Dienstag, da kommen Zahlen für die USA, für England wichtig. Am Mittwoch kommt auch nochmal so ein bisschen was. Dann sowieso um 19 Uhr die FED-Zinsentscheidung, die bewegt alle Märkte, auch den britischen Pfund höchstwahrscheinlich. Und dann am Donnerstag auch nochmal eine ganze Latte um 13 Uhr aus England. Also da kommt dann schon Bewegung und dann lieber abwarten, bis wir hier irgendwo nach oben oder unten ausbrechen, um dann entsprechend die Richtungen uns anzuschauen. Kommen wir zu meinem aktuellen unliebsten Markt, dem Gold. Wobei ich natürlich am Freitag also einen idealen Trade hinlegen konnte. Und hier in diesem Trade auch noch drin bin. Ich habe mich dann dafür entschieden, hier eine kleinere Position im Gold zu behalten. Wir gucken dazu mal ganz kurz auf den 15-Minuten-Chart. Ich hatte hier im Livestream am Donnerstag schon einen Bereich festgelegt. Wir hatten am Donnerstag seit Vormittag wirklich eine klare Abwärtstendenz, die ich nicht gehandelt habe, wo ich nicht mit dabei war. Dann hatte ich für den Donnerstag schon gesagt, passt auf, es ist halt interessant, wenn man hier mit dabei sein möchte, dass der Bereich hier knapp über 1,13 oder nicht über 1,13, knapp über 13,20 für die Abwärtsseite interessant ist. Das ist knapp über einem Widerstand. Diesen Bereich hatte ich mir aus der Vergangenheit dann auch noch hingelegt. Das war zum einen auf jeden Fall für den Donnerstag wichtig, wobei dann diese Aufwärtsbewegung auch hätte relativ zügig vonstatten gehen müssen. Das ist sie erstmal nicht. Der Markt kam erstmal ein Stück weiter nach unten, schaffte dann am Freitag aber den Lauf direkt in diesem Bereich. Perfektes Verkaufsszenario. Man hatte einen relativ kleinen Stop von knapp 3 Dollar, den ich hier hatte. Und dann gab es eben für den Markt wirklich enorme Schwäche. Man hatte hier wirklich wunderbar die Möglichkeit zuzuschauen, wie sich diese Position ideal ins Plus entwickelt. So, und da kommen wir jetzt zu einem Zielbereich 13,05, der für mich für die kommende Woche interessant wird und somit auch für diese Abwärtsbewegung, in der ich hier noch drin sitze, weil dieser Einstieg ideal war, weil der Schlusskurs im Bereich 13,13 bis über 13,20, da sind über, also oder ungefähr 8 Dollar schon noch Raum, bis diese Position ins Minus rücken würde. Also trotzdem, und das mache ich nicht allzu oft, trotz des Wochenendes, hier, selbst wenn der Markt am Montag oder im Sonntagnacht hier ein Stück weit höher eröffnet und ich jetzt aktuell den Stop hier oben noch in diesem Einstiegsbereich habe fürs Wochenende, ja, dann tut mir das nicht weh, weil ich mit der Position weiterhin nicht im Minus wäre, ja? Und eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier sonst da wo oben öffnen, natürlich gegeben ist, aber von mir am Freitag eben für relativ gering eingestuft wurde. Somit habe ich hier einen Teil meiner Position geschlossen, hier im unteren Bereich, aber einen Teil meiner Position behalten, mit dem Ziel, und da kommen wir eben dann auch zuerst mal einem realistischen Ziel für die kommende Woche, fürs Gold, dass der Markt sich in den Bereich 13,05 bewegt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel, oder das würde ich trotzdem machen, wenn wir jetzt zum Beispiel, Moment, dazu nehme ich den Pfeil nochmal raus, wenn wir jetzt hier zum Beispiel am Montag oder am Dienstag, je nachdem, wie sich der Markt bewegt, wenn wir erstmal hier kein neues Bewegungstief machen, sondern erstmal nochmal leichte Stärke in den Bereich 13,16 sehen, dann wäre ich für mich persönlich gegebenenfalls dann auch bereit, meine Position, die jetzt etwas kleiner ist, wieder aufzustocken in Richtung 13,5, also hier wieder meine Kernpositionsgröße aufzunehmen. Ja. Ich würde sie jetzt erstmal nicht pyramidisieren, aber ich würde hier, wenn das gut funktioniert, wenn das ähnlich gut funktioniert wie der Einstieg hier oben, also der Markt dann gar nicht mehr nennenswert hier drüber kommt, würde ich diese Position dann sogar noch auf dem Weg nach unten nochmal pyramidisieren. Also würde hier, wenn der Markt dann entsprechend wirklich das relativ gut funktioniert, bevor der Markt dieses Tief ausbaut, dann diese Position nochmal einen drauflegen mit dem Ziel, dass wir eben Richtung 13,5 laufen. Ja. Und hierzu gucken wir auch noch mal kurz auf den Tageschart. Da haben wir natürlich unter 13,5, also unter diesem Bereich, dann auch noch mal Puffer. Also wenn sich hier wirklich auch die Abwärtsseite jetzt mal durchsetzt, das muss alles nicht funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann verliere ich. Aber mit dieser Idee jetzt hier darf ich kein Geld mehr verlieren. Das einzige Risiko habe ich jetzt hier, dass übers Wochenende ein großes Gap nach oben besteht. Ansonsten ist das Risiko relativ überschaubar für das Gold. Auch dieser erneute Einstieg in diese Position, also die erneute Erhöhung der Position beziehungsweise eventuell dann sogar die Pyramidisierung, die darf dann kein Minus produzieren. Das ist so eins meiner Regeln, aber da will ich jetzt gar nicht detailliert drauf eingehen. Wichtig ist jetzt hier zu
erstmal zu schauen, dass der Markt definitiv unter 13,16 auf jeden Fall Potenzial hat, Richtung 13,05 zu rutschen. Und wenn wir hier wirklich Schwäche sehen, dann ist es auch relativ zügig. Zum einen erstmal natürlich der 1300er Bereich, der hier immer unterstützend wirkte und wahrscheinlich auch wieder wirkt. Und dann eben vielleicht sogar das leichte Überpesen in Richtung 12,92 Pi mal Daumen durchaus denkbar. Und wenn das eben so eintritt, dann ist das erstmal für die aktuell noch offene Position hier nicht so schlecht. Aber wer jetzt hier noch nicht drin ist oder generell das Gold eben noch nicht als Position hat oder vielleicht auch in den letzten Tagen und Wochen nicht so drauf geschaut hat, was ich persönlich auch ja erstmal so empfohlen habe, möchte ich hier mal ein paar wichtige Bereiche einzeichnen. Also wir haben zum einen diesen Bereich, der hier ebenfalls in der Vergangenheit schon nicht uninteressant war, weil auch in diesem Bereich wir uns sehr, sehr oft aufgehalten haben. Wir hatten hier auch teilweise wirklich immer hin und her pendeln, da sind wir mal reingedippt in diesen Bereich, runter, hoch, dann nach unten ausgebrochen, wieder rein in diesen Bereich, nach oben dann ausgebrochen, wieder rein in diesen Bereich, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, kurz nach oben wieder ausgebrochen, wieder rein, hier und jetzt eben nach unten wieder der Bruch. Wenn wir wieder zurücklaufen, deswegen sollte der Markt für mich persönlich, für meine Position auch nicht mehr nennenswert über 13,16 gehen. Da rede ich jetzt nicht von so ein paar Cent, wenn wir hier so ein bisschen nach oben überpesen. Aber generell, aktuell sollten wir gar nicht mehr in diesen Seitwärtszonenbereich kommen, weil hier ist es natürlich dann denkbar, dass wir wieder erstmal etwas seitwärts pendeln. Und wenn wir hier jetzt dann eben die Oberseite durchschreiten, dann würde ich hier fürs Gold vielleicht, also aber wirklich vorsichtig, mir die Aufwärtsseite anschauen. Auch hier, wie in den Indizes zum Beispiel, wenn wir dort diesen Bereich, was ich alles erwähnt hatte, nach unten durchbrechen, wäre ich ja auch auf der Abwärtsseite nicht sofort aggressiv dabei. So wäre es hier im Gold, weil generell auch Gold in den vergangenen Wochen und Monaten sehr unsauber lief. Mal volatil auf der Aufwärtsseite, mal volatil auf der Abwärtsseite. Aktuell ist eben so ein leichter Vorteil hier unterhalb 13,16 auf der Abwärtsseite erstmal. Das hatte ich gerade erwähnt. Sollten wir wieder in den Bereich laufen, würde ich wahrscheinlich fast gar nichts großartig machen. Ja. Und wenn wir dann über 13,25 laufen, dann ist es durchaus denkbar, dass wir erneut in diesen sehr, sehr wichtigen Widerstandsbereich 13,35 laufen, weil der war auch immer wieder wichtig. Den habe ich in den letzten Wochen auch immer wieder besprochen und erwähnt. Es ist dann durchaus denkbar, diesen Bereich, und wir haben den sogar hier zweimal überpaced, haben hier so einen Doppeltop, das hatte ich auch in der vergangenen Woche eingezeichnet, im Bereich um die Marke von 13,40. Ja, und da ist es natürlich dann ebenfalls nochmal denkbar, wenn die Stärke zurückkommt. 35 erstmal vielleicht kurze Reaktion. Moment, das sollte feil werden. Kurze Reaktion, Durchbruch und dann 1,40. Ebenfalls nicht auszuschließen. Und wenn wir das hier schaffen sollten, über diesen 40er Bereich zu stoßen, dann wird, und das ist aber auch für die kommende Woche jetzt nicht zwingend das Szenario, was wahrscheinlich eintreten wird, aber für die nächsten Wochen durchaus interessant, dass wir dann hier in eventuell dann wirklich auch nachhaltig, auch übergeordnet in die Aufwärtsseite zurückrutschen sollten. Aber bis dahin haben wir aus dem aktuellen Kursbereich natürlich noch viel, viel, viel Raum. Vergangene Schwankung der vergangenen Woche war hier, was haben wir hier aus dem Bereich 13,30 bis 3, also 20 Dollar Schwankung in der vergangenen Handelswoche. Ja, aktueller Bereich 13,13, der Schlusskurs plus die 20 sind wir im 33er Bereich. Also, dass wir hierhin laufen, ist durchaus realistisch, wenn wir wirklich in Richtung Stärke zurückkommen. Vielleicht auch mal leicht drüber, aber hier oben, das sehe ich für die kommende Woche definitiv nicht als realistisch an. Aber ihr habt jetzt hier erstmal das Bild der Aufwärtsseite, ihr habt das Bild eben in diesem Seitwärtszonenbereich und ihr habt das Bild auf der Abwärtsseite mit dem Ziel 13,05 und 13,00, was ich erstmal aus aktueller Sicht favorisiere, aber das kann sich natürlich auch relativ zügig hier wieder drehen und dann sind wir wieder in uninteressanten Bereichen drin. Das zum Gold und jetzt kommen wir nochmal schlussendlich zu den Ölen, Brent Crude und WTI Crude und ich versuche ja beide Öle immer so ein bisschen in Zusammenhang zu bringen und eben auch zusammen zu analysieren. Und wir hatten in der vergangenen Woche hier im Brent Crude eine Situation, die ich dann auch gezeigt hatte und eingezeichnet hatte. Da lief sich der Markt hier sukzessive so ein bisschen zusammen. Die Schwankungsamplitude wurde immer geringer, wirklich markant immer geringer. Und man konnte hier auf der Oberseite und auf der Unterseite so vorsichtig so Trendlinien zeichnen. Ich handle wirklich generell ganz wenig Trendlinien. Ich zeichne mir auch generell relativ wenig Trendlinien ein. Aber das war hier so eine Situation, die ich mir mal eingezeichnet habe, wo ich zum einen hier dann schon mal ein Long Setup formuliert habe und
diesen Ausbruch nach oben hier angenommen habe, der da am Freitag stattgefunden hat. Ja, also diese Bewegung hatte ich hier schon mal vorausgesetzt und das hat dann nicht ganz so funktioniert. Das war ein kleiner Verlust. Mehr ist hier von meiner Seite im Brent Crude in dieser Woche gar nicht passiert, weil diesen nächsten Ausbruch ich hier eben nicht als nachhaltig gesehen habe, sondern zusätzlich zu diesem Bruch dieser Trendlinie ich noch gesagt habe, dass es für mich persönlich viel, viel interessanter ist, wenn wir auf jeden Fall zusätzlich noch den 65-30er Bereich nach oben durchschreiten. Das ist in den letzten Handelsstunden am Freitag dann auch passiert, aber da wollte ich persönlich dann auch nicht mehr handeln. Somit ist diese Bewegung nach oben an mir vorbeigegangen. Nach unten hatten wir hier keinen Bruch. Schauen wir jetzt kurz, um auch für die kommende Woche die Tendenzen dann eben festzulegen, nochmal aufs WTI. Hier ist die Oberseite ebenfalls theoretisch mit so einer Trendlinie könnte man diese verbinden. Die Unterseite allerdings ist hier nicht mit einer Trendlinie zu verbinden, sondern mit einem markanten Unterstützungsniveau. Knapp über dem 60-Dollar-Bereich, Bereich über 60 Dollar ist hier markante Unterstützung. Gehen wir zum Brent, da sieht man, dass diese Unterstützung hier wirklich eben mehr mit so einer Trendlinie zu verbinden ist und hier im WTI es wirklich markant ist mit diesem Unterstützungsniveau. Somit ist generell erstmal unabhängig der generellen kommenden Wochenanalyse. Es ist interessant, wenn wir nachhaltig unter diesen 60er Bereich rutschen sollten, dann hier auch die Chance, dass wir nachhaltig eben wirklich diesen Bereich nach unten verlassen und hier eben generell eine Abwärtsbewegung bzw. eine Abwärtstendenz im Zusammenhang mit der eigentlichen Kernabwärtstendenz, die wir hier Anfang Februar hatten, dass wir diese dann eben nach unten mit auch ein bisschen mehr Bewegung verlassen könnten. Also das ein Punkt, den ich definitiv im Hinterkopf habe, aber aktuell wir hier im Brent bzw. in den Ölen erstmal eine leichte, ganz, ganz leichte und mit großer Vorsicht zu genießende Aufwärtstendenz eventuell bekommen. Ich würde das im Brent folgendermaßen sehen, Moment, dass wir hier über dem Bereich 65 bzw. 65,30, das ist der Bereich, den ich nach oben durchstoßen sehen wollte, also dass der Markt hier wirklich dann auch über diesen Bereich läuft. Somit wäre hier im Brent für die kommende Woche alles, was sich über diesen 65,30er Bereich bewegt, wäre für mich für die Aufwärtsseite interessant, wobei ich die Öle auch in den vergangenen Wochen nicht aggressiv gehandelt habe, auch nicht permanent auf dem Schirm hatte. Wenn man eben drauf schaut, wenn man vielleicht ein interessantes Setup entdeckt, dann kann man durchaus vorsichtig mal an die Aufwärtsseite denken. Aber ich bin jetzt hier nach wie vor nicht so der aggressive Händler, weil einfach die vergangenen Wochen, gerade eben auch die letzte Woche und vorletzte Woche hier mit dieser immer geringer werdenden Schwankungsamplitude, es kann durchaus sein, dass das so weitergeht und dann auch schnelle Richtungswechsel stattgefunden haben in dieser Amplitude und das eben fürs tägliche Trading im mal so ein bisschen schwieriger ist. Somit bin ich für die Öle nach wie vor nicht so der aggressiv eingestellte Händler, aber es ist durchaus denkbar, wenn wir diesen Test nochmal 65,30 bekommen, dass ich in diesem Bereich dann gegebenenfalls in Richtung 66,50 handeln würde. Das würde ich mir auf jeden Fall mal so als Kernüberlegung jetzt hier zurechtmalen und wenn wir wirklich im Öl stark werden wieder und eben hier dieses anfängliche Steigen vom Freitag dann eben fortsetzen, dass es dann durchaus denkbar ist, dass wir hier an dieses Bewegungshoch eben ranlaufen und umso höher wir dann hier steigen, umso interessanter wird dann die Aufwärtsseite. Wir dürfen hier nicht vergessen, und das ist im WTI etwas eindeutiger, da hatten wir dann auch schon mal die Abwärtsseite dann in der Tendenz, das war dann diese Bewegung hier. Wir haben hier oben, das sehen wir auch noch, ich hatte hier oben schon mal so eine Seitwärtszone eingezeichnet und diese untere Begrenzung dieser Seitwärtszone ist der Bereich 68 Dollar. Also ich würde jetzt hier erstmal nicht großartig davon ausgehen, dass wir hier nachhaltig in der kommenden Woche hier die 38 nach oben mit Schlag durchbrechen. Somit ist hier der Bereich, Moment, von dem hoch hier, ja, das, wenn wir da hinlaufen, das ist so 67,50 knapp da drüber, dann ist das für die kommende Woche schon wunderbar und wenn wir da irgendwo einen Long Trade erwischt haben, der uns hier ein schönes Plus serviert hat, dann würde das mir auch erstmal ausreichen. Dann würde ich wieder eine neue Analyse machen, gucken, wie das hier eben vonstatten geht. Die Abwärtsseite, wenn wir hier im Brent mal kurz bleiben, sollten wir natürlich hier wieder zurücklaufen und primär unter 64,30 gehen, dann wird, Moment, so ein Pfeil werden, dann wird die Abwärtsseite wieder vorsichtig, aber auch noch vorsichtiger als hier die Long-Seite. Erstmal wieder interessant, aber man muss dann wirklich vorsichtig schauen. Aber dann ist natürlich hier eben die Fortsetzung, wie ich sie erwähnt habe, der Abwärtsseite durchaus interessant. Das ist etwas eindeutiger, gerade die Abwärtsseite im WTI.
Schauen wir hier mal, guckt mal diesen Widerstandsbereich, den ich gerade im Brand gezeigt habe, wo wir hier mit der Aufwärtsbewegung an diesen Widerstandsbereich nicht ganz rangelaufen sind. Ja, das war so dieser Unterschied, den wir dann in den Ölen mal gesehen hatten vor 2 Wochen. Da ist das WTI direkt reingelaufen. Somit hatten wir hier auch schon gesagt, passen wir mal auf. Wenn hier WTI wieder nach unten rutscht, dann kann hier relativ zügig eine Abwärtstendenz eintreten. Das ist dann auch passiert. Hier konnte man auf der Abwärtsseite Geld verdienen. Jetzt ist auch hier diese Schwankungsamplitude immer kleiner geworden und am Freitag dieser Rutsch nach oben. Hier ist es aber eben dann auch eindeutig, ich hatte es ja eben schon gesagt, wenn eben das WTI, und das würde dann natürlich auch dafür sprechen, dass es im Brent dann eben nach unten geht, wenn wir hier diesen Bereich 60, also 60 Dollar, hier, das ist dieser Unterstützungsbereich, wenn wir da nach unten durchgehen, dann wird es eben für die Abwärtsseite interessant. Definitiv. Ja. Das würde ich mir dann anschauen, wie man diese Abwärtsseite erwischt. Aber hier, Moment. Wenn wir im über dem Bereich, das ist hier im WTI so in etwa der 61er Bereich. Ich schaue mal kurz, ob wir hier dieses Unterstützungsniveau etwas genauer treffen. Ja, das ist, glaube ich, knapp über 61 Dollar im WTI. Alles, was jetzt hier darüber ist, vorsichtig Longside, das ist dann die ähnliche Analyse wie im Brent. Also wenn wir im Moment gucken, Pfeil, wo wir haben. Selbst wenn wir jetzt hier nochmal so einen kleinen Rücksetzer kriegen, der sollte eigentlich gar nicht mehr so weit nach unten gehen. Also Richtung 61 sollte der idealerweise gar nicht mehr laufen. Wir haben hier vom Freitag noch so ein kleines Hoch oder Donnerstagabend oder Freitag, müsste man nochmal gucken. Wenn wir hier diesen Bereich nochmal testen zum Beispiel, dann die Aufwärtsseite und hier schon auch denkbar, dass wir auf jeden Fall 63 oder 62,80 erreichen und dann in den 63,30er Bereich laufen. Ja? Aber hier ist dann auch schon wieder Schluss und Ende der Fahnenstange für ein sauberes Laufen. Da haben wir hier ja dann auch erstmal unseren Schluss gefunden, weil hier kommt massiv Widerstand und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich dann immer, wenn wir diesen Widerstand haben, wo wir es auch hier nicht geschafft haben, dass wir dann eben wirklich sauber da durchlaufen. Dass wir da nicht durchlaufen können, will ich nicht abstreiten, aber wirklich, dass wir hier so saubere Momentumbewegungen nach oben sehen sollten, das sehe ich eben dann immer nicht so. Also da muss schon enorme Stärke im Markt drin sein. Also, dass wir hier solche Bewegungen in Reihe hier durchkriegen, ist dann sehr unwahrscheinlich. Somit sollte man dann, wenn man hier oben dann anfängt, long zu handeln, konservativer sein, Chance-Risiko-Verhältnis muss stimmen und die Ziele müssen etwas konservativer gewählt werden. Also ich kann jetzt nicht hier, wenn ich im Bereich 63,30 kaufe, für einen Daytrade davon ausgehen, dass wir in den 65er Bereich sofort durchsteigen, ja? Sondern ich muss mit kleineren Zielen erstmal arbeiten und das hier eben interessant auf der Aufwärtsseite. Wie gesagt, hier unten möchte ich den Markt eigentlich gar nicht mehr nennenswert unter dem, was ist das so, 61,50 oder sowas sehen. Sollten wir allerdings hier, Moment, machen wir wieder ein bisschen dünner, durchgehen durch den Bereich, was hier ungefähr der 61-Dollar-Bereich ist, dann wird es halt hier erstmal auch wieder so ein bisschen seitwärts tendierend. Wobei ich hier gegebenenfalls, das müsste man sich dann nochmal angucken, wenn sich da eine Situation ergibt und ich darauf spekuliere, dass der Markt hier die Schwäche findet, und eventuell die Chance hat, durch dieses Unterstützungsniveau hier vielleicht durchzufeuern, dann hätte ich natürlich, wenn der Markt erstmal nach unten kommt, aber hier noch nicht drunter läuft, das ist wichtig, ja, wenn der Markt erstmal runterkommt, dann hier vielleicht nach oben läuft, dass man hier in diesem Bereich, da würde ich vielleicht sogar einen Trigger abwarten, dass man hier schon mal die Abwärtsseite anfängt einzugehen mit dem Ziel, dass der Markt die Schwäche findet, hier durchfeuert, weil dann kann es schnell gehen. Ja, dann habe ich natürlich ein wunderbares Einstiegsszenario, wenn ich hier im Bereich 60,50 oder knapp darüber vielleicht ins Öl reinkomme, wenn ich hier ein gutes Stop-Level habe und dann mit dem Durchläufer hier eben wirklich rechne, dann ist das eventuell auch für die kommende Woche so ein Setup, was ich gegebenenfalls handeln würde. Aber das muss man sich dann, wie gesagt, entsprechend auch anschauen. Das soll es gewesen sein hier zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 12. Ich denke, ich konnte so das ein oder andere Szenario hier erstellen und ich hoffe, dass ihr das Beste daraus macht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir uns dann zu den täglichen Livestreams hören, wo wir natürlich uns all diese Märkte dann auch regelmäßig live anschauen und Trading-Szenarien entwickeln. Bis dahin, macht das Beste draus. Good Trades, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.